Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich total, dass ich dieses Video heute für dich drehen kann, denn heute verrate ich dir mein geheimes Schokoladenbrownie-Rezept. Ich verspreche dir, es ist sehr, sehr lecker, also unbedingt dranbleiben, am Ende kommentieren, wie du das Video so fandest, einen Daumen nach oben geben und den Kanal abonnieren. Um aber fair zu bleiben, verrate ich, dass dieses Rezept ursprünglich nicht von mir kommt, sondern dass mir das meine alte Mathelehrerin auf dem Gymnasium zugeschickt hat. Also sie und ihr Sohn, die hatten mal Brownies für uns gebacken und sie hat die mitgebracht und ich fand sie so lecker, dass ich unbedingt das Rezept haben wollte. Und dann hat sie es mir zugeschickt. Seitdem habe ich es wie ein Geheimnis gehütet, aber jetzt teile ich es mit dir, weil ich finde, dass jeder so leckere Brownies braucht. Alle Zutaten und das ganze Rezept findest du unten in der Infobox, sodass du das ganz einfach nochmal nachgucken kannst. Ich werde es aber auch hier im Video erzählen und erklären. Also du brauchst 100 Gramm Schokolade, dann brauchst du 125 Gramm Butter, 3 Eier, 250 Gramm Zucker. Da kann ich aber aus Erfahrung sagen, dass meist auch etwas weniger Zucker reicht. Es muss ja nicht so super süß sein. Aber wenn du deine Brownies lieber etwas süßer magst, dann kannst du gerne auch 250 Gramm Zucker nehmen. Dann brauchst du noch ein halbes Päckchen Vanillezucker, 150 Gramm Mehl, 50 Gramm Kakaopulver und je nach Bedarf 50 bis 100 Milliliter Milch oder Sonnenblumenöl. Zuerst werden wir mit der Schokolade-Buttermasse beginnen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal auf dem Herd ein Wasserbad ansetzen, wo dann halt nachher die Butter und die Schokolade reinkommen. Die 100 Gramm Schokolade werde ich aber vorher auch etwas zerbrechen. Also ich werde die nicht als ganzes Stück reinpacken, sodass das alles ein bisschen schneller schmilzt. Hier habe ich die Butter schon mal abgewogen, also das sind jetzt hier die 125 Gramm. Da kann ich euch empfehlen, dass wenn sie gerade im Angebot ist, dann könnt ihr gerne irische Butter nehmen. Meiner Meinung nach schmeckt das auch im Kuchen besser. Wem das jedoch zu teuer ist, der kann auch normale Butter nehmen. Was ich euch aber definitiv nicht empfehlen kann, ist stattdessen Margarine zu verwenden, weil das meiner Meinung nach halt einfach nicht so gut schmeckt. Dann möchte ich euch noch meine Schokoladenfavoriten vorstellen. Also ich habe hier einmal die Choqueur Herbe Sahne und einmal von Musa Rouge oder Rouge, ich weiß nicht ganz, wie man das ausspricht, 70% Edelbitterschokolade. Das ist jetzt hier beides von Aldi, nicht gesponsert, habe ich selbst gekauft. Ich finde die, vor allem diese hier, sehr gut. Ich finde für den Preis von, ich glaube, 1,09 Euro oder so für 125 Gramm ist das wirklich eine gute Schokolade. Und diese hier, die kann ich auch so, also die finde ich auch so lecker und kann man auch so ganz gut essen. Die finde ich für so zum Essen manchmal ein bisschen zu bitter, weil ich es dann doch lieber ein bisschen süßer mag. Aber das beides werde ich mischen und von jeder 50 Gramm nehmen und das dann halt in das Wasserbad packen. Jetzt fragt euch sicherlich, warum ich mich für zwei verschiedene Schokoladen entscheide. Also ihr könnt natürlich auch nur eine Schokoladensorte nehmen, aber aus Erfahrung kann ich sagen, dass der Kuchen meist besser schmeckt, wenn man sich für mehrere verschiedene Schokoladensorten entscheidet und die einfach miteinander mischt. So, und jetzt wiege ich die Schokolade ab. Ich bin ehrlich gesagt ganz stolz, dass ich eine eigene Küchenwaage besitze. Das ist für mich so ein bisschen so das Zeichen dafür, dass ich so langsam erwachsen werde. Ich habe auch ein eigenes Handrührgerät. Da bin ich auch sehr stolz drauf, da ich doch gerne mal backe und es dann doch sehr praktisch ist. Wie ihr sehen könnt, war ich hier gestern Abend schon sehr aktiv am Schokoladeessen. Also von den 200 Gramm ist zwar noch genug übrig, aber es ist auch schon ordentlich aus weg. So, dann haben wir hier jetzt auch einmal 100 Gramm. Ich packe die Butter hier einfach schon mal rauf. Oh, das war nicht so schlau, die Schüssel ist zu klein. Ja, was machen wir denn dann? Also ihr merkt, perfekt bin ich nicht. Ich muss hier leider auch noch ein bisschen improvisieren. Ja, dann kommt jetzt einfach hier der große Topf auf den kleinen Topf drauf.
und die Schokolade rein. So, ich lasse das jetzt hier erstmal so auf dem Herd stehen, sodass es in Ruhe schmelzen kann. Ich habe gerade eben die Butterstücke auch noch mit dem Löffel etwas zerteilt. Falls ihr euch fragt, warum ich hier noch Schokolade hingelegt habe, die werde ich jetzt mit einem großen Messer zerschneiden, sodass ich Raspeln mache. Also ich werde es nicht richtig raspeln, aber dass ich so kleine Stücke habe, die ich ganz am Ende auf dem Brownie vorm Backen verteilen kann. Ich finde das sehr lecker, wenn da noch so ein paar Stücke oben drauf sind und deswegen machen wir das jetzt. Dafür verwende ich meistens hier so ein großes Messer. Ihr könnt aber natürlich auch ein kleines Messer verwenden. Wie ihr sehen könnt, ist das hier drin schon deutlich flüssiger geworden und es riecht wirklich so gut. Also schade, dass man keine Gerüche durchs Video zu euch transportieren kann, weil das wirklich sehr, sehr gut riecht. Naja, aber jetzt machen wir weiter, denn jetzt geht es um die Eier und den Zucker. Dafür müsst ihr jetzt 3 Eier mit 250 Gramm Zucker und einem halben Päckchen Vanillezucker verrühren. So lange, bis es cremig ist. Wie ich gerade eben schon gesagt habe, werde ich keine 250 Gramm Zucker verwenden, da mir das dann häufig zu süß ist. Ich entscheide mich hier dafür, dass ich 200 Gramm Zucker nehme und einfach das ganze Päckchen Vanillezucker mit reinpacke. Dann ist man insgesamt schon bei ein paar weniger Gramm. Das hier sind jetzt Zucker und Vanillezucker und da kommen jetzt noch die 3 Eier rein. Da ich gerade die Eier angefasst habe, werde ich mir ganz schnell im Bad die Hände waschen und komme dann gleich wieder. So, ich bin wieder zurück und ich nehme mir jetzt mein Handrührgerät und rühre das alles schaumig. Das ist es, meine Wunderwaffe. Ich versuche das hier gerade so zu kippen, dass es nicht rausläuft. Ich habe das jetzt hier schön schaumig geschlagen. Eigentlich soll jetzt zuerst schon die Schoko-Buttermasse damit rein. Aber damit das gleich alles ein bisschen schneller geht, bereite ich schon mal das Mehl und das Kakaopulver vor, sodass ich das abwiege und schon mal siebe. Dafür nehme ich 150 Gramm Mehl und 50 Gramm Kakaopulver. Fertig gesiebt. So, dann gucken wir mal, wie jetzt hier unsere Schoko-Buttermasse aussieht. Die sieht schon mal super aus. Zuerst werde ich diese Form einfetten und ausmehlen.
Dann schlage ich das nochmal auf, dann kommt das da rein und dann das und dann kommen die Stückchen drauf und dann kommt alles im Ofen. Super. Einige von euch fragen sich jetzt sicherlich, warum ich das mit der Backform gemacht habe. Die Backform ist ja antihaftbeschichtet, das dient aber eigentlich nur meiner eigenen Absicherung nochmal, weil ich Angst habe, dass trotzdem irgendwie was dran kleben bleibt und deswegen mache ich das immer mit diesem Butter- und Mehltrick. Das kenne ich noch so aus meiner Kindheit, weil Oma das immer gemacht hat und ja, deswegen behalte ich das bis heute irgendwie so bei. Ist wahrscheinlich gar nicht notwendig. Vielleicht probiere ich es auch einfach mal ohne. So, der finale Einsatz der Masse. Oh, ist das geil, Leute. Es ist so, so geil. Jetzt hebe ich schon mal hier die Masse unter das Ei. Oh, schade, ich hoffe, man kann das hier irgendwie ganz gut sehen, wie das aussieht. So, final die Mehl-Kakao-Mischung. Jetzt nicht zu lange unterheben oder unterrühren, sonst wird der Teig pappig. Deswegen mache ich das jetzt hier auch nur mit dem Löffel. Das ist echt ein ganz gutes Armmuskeltraining. Ich merke jetzt hier schon gerade, wie mein Arm ein bisschen wehtut, obwohl ich häufiger mal die Arme trainiere. Aber das ist schon ganz super. Hier seht auch schon, der nimmt so langsam Form an, der Teig. Sieht so gut aus, es wird so geil. Ja, ich glaube, er ist fertig. Jetzt kommt er in die Form. Da habe ich die Form abgestellt. Also das ist auch ein Talent von mir, wenn ich backe, ist ein bisschen Chaos dabei und ich verlege auch alle Sachen. Hier ist der Teigspachtel. Oder Spachtel. Jetzt verteile ich das hier noch ein bisschen besser. Für alle von euch, die sich fragen, also im letzten Backvideo, wo sie Cookies gemacht hat, sah die Küche noch ein bisschen anders aus. Das stimmt, denn wir sind mit der WG umgezogen. Und das hier ist unsere neue Küche. Und sie hat sogar ein Fenster. Und die neue Küche ist natürlich viel, viel besser als die alte. Unsere alte WG-Küche war einfach mal im Flur. Es war noch nicht mal ein eigener Raum da für die Küche. Also da haben wir definitiv ein Upgrade hier erlebt. Was natürlich auch mit gewissen Kosten verbunden ist. Also diese Wohnung ist auch teurer als die letzte Wohnung. Und auch größer. Tatarata! Und jetzt kommen noch die Schokostückchen drauf. Das ist
jetzt Backofen fertig und deswegen kommt das jetzt bei 175 Grad für 25 bis 30 Minuten in den Backofen. Ich werde aber schon mal nach 20 Minuten nachschauen, weil irgendwie komischerweise brauchen bei mir die Sachen kürzer. Ich weiß nicht, ob unser Backofen richtig funktioniert, aber ich würde es nicht drauf ankommen lassen, nicht, dass es verbrennt. So, ich habe mich jetzt für 180 Grad bei uns entschieden, obwohl es offiziell 175 heißt. Das liegt einfach daran, dass man bei uns nur 170 oder 180 Grad einstellen kann. Also so eine Zwischenstufe geht bei uns gar nicht. Einige von euch haben vielleicht gerade eben im Video schon diese Blumen hier entdeckt. Die habe ich mir heute für mich selbst gekauft. Das sind ein paar Tulpen. Ich fand die von der Farbe total schön, irgendwie so interessant, von außen grün. Innen scheint das so rot-rosa-mäßig zu sein. Ich bin gespannt, wie die aussehen, wenn die aufblühen. Aber ja, ich freue mich total, dass ich mir die gekauft habe, weil ich dachte mir so, warum sollte ich mir nicht selbst auch eine Freude machen? Ich kann mir ja auch selbst Blumen kaufen, die muss mir ja keiner schenken. Mir hat halt auch niemand Blumen geschenkt und deswegen habe ich mir halt selbst welche gekauft. Und ich finde die total schön. Die sind hier in der Vase meiner Mitbewohnerin. Ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich die genommen habe. Und ja, deswegen stehen die hier jetzt so ein bisschen als Deko rum und ich kann mich an denen erfreuen. Natürlich muss ich jetzt noch aufräumen. Ihr seht hier, ich habe ein bisschen Chaos angerichtet und wir sehen uns dann aber gleich wieder, wenn der Kuchen fertig ist. Und dann gibt es natürlich auch noch eine Verkostung. Darauf habe ich gewartet. Eigentlich ist es so eine extrem gestellte Szene, dass ich hier warte, aber ich habe tatsächlich immer mal da und hier gewartet. Und ja, jetzt hat die Eieruhr geklingelt und ich gucke einfach mal, ob der Kuchen schon fertig ist. Dafür habe ich hier so einen Holzschaschlikspieß und piekst da einfach mal rein. Und wenn kaum oder kein Teig an diesem Spieß hängen bleibt, dann ist der Kuchen fertig. Also die Brownies sind dann fertig. Es sieht schon sehr gut aus. Ihr könnt hier den Spieß sehen, es hängt kaum was dran. Also unsere Brownies können schon nach 20 Minuten aus dem Ofen. Also genauso wie vermutet, ist die Zeit hier ein bisschen kürzer und 25 bis 30 Minuten sind zumindest bei meinem Backofen nicht notwendig. Aber ich weiß natürlich nicht, wie es bei euch ist. Ich habe es jetzt hier auf Ober-Unterhitze gebacken. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das mit da halt anderen verschiedenen Stufen oder Einstellungen verhält. Ja, also ich lasse den Kuchen jetzt hier erstmal so auf der Kante stehen und zeige euch den erst, wenn er ausgekühlt ist, weil ich mir jetzt halt auch nicht die Hände verbrennen möchte. Also bis wieder gleich. Also müssen wir noch ein bisschen warten. Der Kuchen ist jetzt abgekühlt und deswegen werde ich den jetzt anschneiden und hier im Video einmal verkosten. Tatarata. Das hier ist er. Ich finde, der sieht sehr gut aus. Ich halte ihn mal näher an die Kamera. Und da schneide ich mir jetzt ein Stück raus. Das sieht echt lecker aus. Und es riecht auch sehr gut. Natürlich wäre wahrscheinlich eine etwas kleinere Form ein bisschen besser gewesen, weil der Brownie dann insgesamt ein bisschen höher wäre. Aber ich finde, so geht es auch.
Genauso wie erwartet, sehr lecker. Also ich kann euch das wirklich nur empfehlen, das mal auszuprobieren. So leicht warm ist er immer noch, deswegen ist hier oben auch die Schokolade noch so ein bisschen flüssig. Richtig geil. Ich habe gestern auch schon Bananenbrot gebacken, das seht ihr hier. Das schmeckt auch total gut. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie ich das so mache, dann schreibt es unten in die Kommentare. Dann kann ich gerne auch noch ein Bananenbrot-Video machen. Das war jetzt hier mein Schokoladen-Brownie-Rezept, mein geheimes Schokoladen-Brownie-Rezept. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mich das wissen, schreibt es in die Kommentare. Ich wünsche euch alles Gute. Ich freue mich total, dass ihr euch das Video angesehen habt. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, eure Fred. Tschüss.